Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze hier gerade am Anfang des Weges zum Hotel Tessina und ich möchte dir heute gerne diesen wunderschön angelegten Weg zum Hotel Tessina und auch ein wenig die Außenanlage dieses Hotels hier in Santiago zeigen. Falls du meine Videos und mich noch nicht kennst, ich lebe seit Ende letzten Jahr Oktober mit meinem erwachsenen Sohn auf der schönen Insel La Gomera und seit etwas mehr als 2 Monaten hier in Santiago. Und es gibt hier auf dem Weg zum Tessina und auch bei der Außenanlage nicht nur wunderschöne Sträucher mit Blumen, also blühenden Blüten, sondern auch einige Fruchtbäume, Fruchtstauden oder Fruchtsträucher sowie sogar auch Tannenbäume. Ja, und durch die vielen Bäume hier hat es hier auch sehr viele unterschiedliche Vögel, unter anderem auch Amseln. Das heißt, wenn man hier diesen Weg lang geht zum Hotel Tessina, wird man immer begleitet von wunderschönem Vogelzwitschern und es wachsen hier sogar auch einige Wildkräuter. Ja, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß dabei. Es gibt hier 2 Möglichkeiten, zum Hotel Tessina zu kommen. Und zwar einmal dieser reguläre Weg. Hier können auch Autos fahren. Oder aber vor allem für die Hotelgäste dieser Weg direkt an den Klippen entlang. Diesen Weg bin ich mit meinem erwachsenen Sohn auch schon einmal lang gelaufen. Er ist traumhaft schön. Man hat ein Wahnsinns-Panorama und ganz tolle Ausblicke auf das Meer und auf die Klippen. Falls du das auch gerne mal sehen möchtest, dann werde ich diesen Weg nochmal laufen demnächst und die Kamera währenddessen für dich laufen lassen und auch von dort ganz tolle Eindrücke für dich festhalten. In diesem Fall gib mir gerne ein Feedback unten in die Kommentarbox. Wie du hier oben sehen kannst, wachsen hier auch einige Kakteen. Und natürlich hat es hier auch Palmen. Hier fangen die wunderschönen Blumensträucher an. Über diese Brücke hier können auch die Hotelgäste rübergehen oder hier sieht man auch öfter so kleine Gefährte mit Arbeitern. Die fahren dann auch über die Brücke rüber, damit sie es nicht so weit haben, um das hier alles sauber zu halten, das ganze Gelände. Ja, finde ich sehr praktisch. Schöne Schmetterlinge gibt es hier auch. Ich sehe gerade einen kleinen weißen. Da oben haben wir auch noch Palmen. Und diese rosanen Blüten, die duften besonders herrlich.
Blüten in den schönsten Farben. Weiß, rosa, lila, rot, gelb. Wunderschön angelegt. Es wachsen jedoch nicht nur sehr schöne Blumensträucher hier und Fruchtbäume etc., sondern es gibt hier beim Hotel Tessina auch die Möglichkeit, ganz tollen sportlichen Aktivitäten nachzugehen. Das zeige ich dir aber nachher. Auch diese Blüten finde ich ganz schön. Hier siehst du die Nadelbäume. Diese glockenartigen Blüten gibt es auch noch mal in hellcremefarben. Das hier gehört auch noch zu der Hotelanlage. Hier oben wachsen schon jede Menge Bananenstauden. Und das, was du hier siehst, diese riesengroße Wiese, das ist ein Golfplatz. Hier kann Golf gespielt werden. Finde ich richtig klasse für die Hotelgäste. Hier hätten wir noch mal ein paar Kakteen, die auch gerade blühen. Und von hier aus hat man auch einen sehr schönen Ausblick aufs Meer. Und hier unten siehst du die ersten Fruchtbäume, Orangenbäume. Ja, die Orangen sind jetzt gerade, also fangen gerade an zu reifen. Davon hat es hier einige. Und hier am Boden wachsen sogar in dieser trockenen Gegend, denn Santiago liegt im Süden der Insel La Gomera, ein paar Heilkräuter. Hier siehst du mal eine Art Löwenzahn. Es wachsen verschiedene Arten hier auf La Gomera. Es wurde allerdings vor kurzem hier gemäht. Deswegen sieht man jetzt momentan nicht so viel. Ich habe hier allerdings auch schon Breitwegerich und Spitzwegerich entdeckt. Der wächst ja auch in Deutschland, genau wie der Löwenzahn. Ach, ich sehe gerade, dass an zwei dieser Nadelbäume auch Tannenzapfen dranhängen. Ja, da bekomme ich doch etwas Heimweh nach Deutschland. Denn ich stamme ursprünglich aus dem Schwarzwald. Dort hat es ja jede Menge Nadelbäume bzw. Tannenbäume. Ja, und es gibt hier sogar auch Pfefferbäume, das heißt Bäume, an denen Pfeffer wächst. Und zwar roter Pfeffer. Ja, hier haben wir bereits ein Exemplar.
Pfeffer. Dieser Pfeffer schmeckt leicht süßlich. Hat ein sehr feines Aroma. Und hier unten wachsen sogar wilde Tomaten. Hier sind auch noch jede Menge. Diese kleinen Cocktailtomaten schmecken sehr fruchtig und aromatisch. Auch an dieser Stelle kannst du noch einige dieser wilden Tomaten sehen. Und da hinten auch noch. Dann sehen wir hier die nächste Bananenplantage. Und hier wachsen jede Menge Avocado-Bäume bzw. Avocados. Diese sind jetzt jedoch noch sehr klein. Hier oben hat es einige dran. Ich denke, du kannst sie sehen. Die wachsen immer an so langen, ich nenne sie immer Schnüre. Ja, wie so Schnüre. Und auf der gegenüberliegenden Seite hat es auch noch mal 3 Avocado-Bäume. Da hängen allerdings schon größere Avocados dran. Reif sind sie trotzdem noch nicht, sie sind noch hart. Da hängen welche dran. Kannst du sie sehen? Also dieser Baum ist voll mit Avocados bis oben hin. Jede Menge. Und diese Avocados werden nicht geerntet von diesen Bäumen, nur von diesen hier. Dann kommt eine nächste Bananenplantage. Auf dieser Seite hat es weitere sehr schöne Nadelbäume und der Golfplatz erstreckt sich bis ganz da hinten hin. Er ist wirklich riesig. Dieser Baum trägt wunderschöne lilane Blüten. Ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst. Jetzt sind wir mittlerweile bei der Hotelaußenanlage angelangt. Und hier hat es sogar auch einige Tennisplätze. Hier wird täglich Tennis gespielt, jetzt gerade nicht. Ist gerade Siesta-Zeit, aber ansonsten ist hier immer reger Andrang.
scheint sehr beliebt zu sein. Auf dieser Seite siehst du bereits einige, ja, so eine Art Ferienwohnungen. Die Hotelanlage ist ja so angelegt wie ein kleines Dorf, ja, wie ein separates Dorf nur für sich. Richtig toll. Oberhalb der Tennisplätze hat es zwei Steinbänke, einmal diese und einmal diese. Da sitze ich auch öfter mal drauf, sehr schön zum Entspannen. Auch diesen Baum hier finde ich ganz, ganz toll. Hier gibt es noch eine weitere Sportmöglichkeit. Hier drin ist nämlich ein Fitnessstudio. Und hier ist der Parkplatz für die Hotelgäste. Ja, es hat mehrere. Da drüben ist auch noch einer. Und da unten siehst du die Eingangszone von dem Hotel Jardin Tessina, in dem auch die Rezeption ist. Hier in Santiago hat es kein vergleichbares Hotel. Meiner Meinung nach hat es nur noch ein Hotel hier und das liegt am Hafen. Ja, das kann man aber wie gesagt mit dem Hotel Tessina absolut nicht vergleichen. Das Hotel Tessina ist schon etwas Besonderes. Hier oberhalb gibt es auch noch mal einen Parkplatz für die Hotelgäste. Hier siehst du auch die kleineren Ferienwohnungen bei diesem Hotel, die da dazugehören. Auch dieser Platz zum Verweilen mit den zwei großen Steinbänken gehört auch noch zu dem Hotel. Wenn man hier sitzt, hat man auch einen sehr schönen Ausblick aufs Meer. Ich drehe die Kamera jetzt noch mal vorsichtig um. Vielleicht kommst du ja auch mal nach La Gomera und auch nach Santiago. Und vielleicht möchtest du ja auch gerne mal in diesem wunderschönen Hotel verweilen oder nächtigen, so hast du schon ein paar Eindrücke. Und wenn dir die Eindrücke gefallen haben, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen und sag mal bis zum nächsten Video.